So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Space Engineers auf dem Kanal Gamers Club, der Club für Gamer. Mein Name ist Yannick. Ich begrüße euch ganz herzlich und bin natürlich nicht alleine da, denn an meiner Seite ist... Filkel, Selamat Pagi! Unser Lieblingspole ist wieder da. Ja, wir nehmen jetzt wieder ein bisschen anders auf. Letzte Aufnahmesession habe ich mit Open Broadcaster Software aufgenommen. War recht rucklige Angelegenheit, habe ich dann festgestellt. Und wir stehen ziemlich komisch zur Erde. Wir sind jetzt nämlich in der Erdatmosphäre. Um ein bisschen einzustimmen auf Planeten, die es ja geben soll. Ich weiß nicht, wann das letzte Space Engineers Update kam, aber irgendwie... Ich kaufe zwar die Early Access Titel, merke aber, dass ich den Sinn dahinter nicht ganz treffe, weil ich irgendwie immer... Also ich schaue da nicht so wirklich drauf. Weißt? Ja, also im letzten Changelog, also diesen Monat gab es schon wieder ein neues Update, aber das war alles hauptsächlich Bugfixing. Ja. Also die wollen die letzten Bugs vom letzten größeren Update nochmal weiter ausbügeln. Arbeiten aber weiterhin fleißig an den Planeten. Also ich hoffe, dass wir sie Oktober oder so vielleicht kriegen. Vielleicht auch, ja, hoffentlich einfach dieses Jahr. Ja, also weißt du, Performance-Updates bei Licht wären einfach das, was dem Spiel noch den Rest geben würde. Ja, was wir heute machen, wissen wir selber nicht so genau. Wir sehen ja hier Party. Lichtparty. Also ich werde weiter am Jäger arbeiten, weil einer der Jäger, und zwar der, den ich als Blueprint spawnen ließ, muss ein bisschen überarbeitet werden. Und ja, was der liebe Yannick so macht, weiß ich auch nicht. Vielleicht noch ein bisschen mehr farmen. Wir brauchen ja immer noch Nickel und den ganzen Shit für unsere Bewaffnung. Das Problem ist ja, dass das Zeug natürlich jetzt auch nicht ohne Verladung zurechtkommt. Energy low. Oh, Energy is low. Oh, oh, oh. Vielleicht sollte ich mich in ein Cockpit setzen, ne? Aber gut, dass der mich da so früh dran erinnert, wo ich jetzt noch 4% habe, ne? Oh. Jetzt bin ich auch tot, tatsächlich. Ja, ich bin noch nicht tot und ich hab's auch nicht vor. Sie hatte aber auch die Trägheitsdämpfer ausgehabt. Das ist echt mal was Dubioses. Jetzt bin ich tot. Und das noch vor dem Energy-Problem. Ja, dann steigen wir einfach wieder ein. Wir sind hier wieder am Leben. Dann schauen wir, ob wir irgendwas im Inventar hatten. Ich vermute zwar nicht, aber man kann nie wissen. Ja, halt, stopp. Ja, wenn du stirbst, dann hast du die Trägheitsdämpfer erstmal aus. Frag mich nicht nach dem Sinn. Es ist einfach so. Genau. Was wir dann heute machen, wir werden heute nicht wieder die ganze Zeit abbauen. Wir werden eher aufbauen statt abbauen. Das wäre zumindest mein Ziel. So. Dann gehen wir hier einfach runter und schauen mal, was wir hier so liegen lassen haben. Denn wir können unsere eigene Leiche beobachten, natürlich. Das ist logisch. Ich meine, wir können auch wieder von den Toten auferstehen. Jetzt muss ich nur schauen, was war ein Inventory? Ah, okay, wir hatten doch ein paar Teile drin. Ja, das hat jetzt voll viel gebracht. Einen ganzen Motor, 10 Herstellungskomponenten, eine 7 Stahlplatten. Stahlrohr, was hatten wir eigentlich vor das letzte Mal? Frag mich da nicht, da habe ich genauso wenig Ahnung wie du. Gut. Gut, gut. Jetzt habe ich übrigens die Grafikeinstellung gleich niedrig wie beim letzten Mal. Mal, ob es flüssig ist. Mit 18 Frames. Ich zweifle ja eher dran, aber sobald wir in die Richtung schauen, haben wir mit der Flüssigkeit ja kein Problem mehr. Du hast irgendwas mit Nickel gesagt. Genau, Nickel ist ein wichtiges Element. Ja, das ist gut. Wir können jetzt aber mal schauen. Wenn du willst, können wir auch gerne was zusammenschweißen. Wir haben ja ein Schweißschiff. Müssen wir mal prüfen, ob... Ach, ja, also was bei mir das Schweißen betrifft, das ist bei mir alles für ganz feine Arbeiten. Das muss man alles... manuell machen, ansonsten hat man ein Problem. Abgesehen davon ist das Schweißschiff für Creative Mode ausgelegt, wie ich gerade gesehen habe.
Wir haben da nicht mal Frachtcontainer drin. Okay. Alter Schwede, kann ich raus? Nichts gegen Schweden und auch nichts gegen Alte. Möchte ich nur mal an dieser Stelle angemerkt haben. Wenn du jetzt an Feinarbeit bist, sollen wir eigentlich unseren Standort mal ein bisschen wechseln? Kannst du machen, also können wir machen. Aber dann setze ich auf jeden Fall einen Standort an der Current Position, weil, ganz ehrlich, ich habe keinen Bock, dass uns die verloren geht. Jetzt bin ich... Leute, ihr habt es ganz genau gesehen, das waren keine 2 Meter. Ich bin gestorben. Ich jetzt auch. Haben die auch irgendwie gefixt, dass du weniger Leben hast? Also, gefixt in Anführungszeichen wohl eher. Rickertsdämpfer? Nee, aber man muss, glaube ich, jetzt viel mehr aufpassen, was man macht. Ist mir gar nicht aufgefallen. Ich gehe wieder Creative Mode. Der war wenigstens lebensfreundlicher. So. Dann holen wir uns das Zeug wieder rüber. Und bevor ich jetzt irgendwas anderes mache, wie zum Beispiel den Sitz des Schiffes ändern. Ah, nee, Moment. Wie ging denn jetzt X, genau? Ich wollte schon sagen. So, wir schmeißen jetzt unser ganzes Zeug ab und gut hier rein. Wie scheint auch das Schiff schon fertig zu sein. Schon, ist gut. Wir haben ja da, glaube ich, letztes Mal die ganze restliche Folge mit verbracht. Du kannst ja mal schauen, was so im Lager jetzt mittlerweile ist, aber es dürfte ein bisschen was sein. Ja, ich hab's gesehen. So, das Schiff ist fixiert. Jetzt bin ich mal gespannt, wie stabil alles steht. Das da hinten würde ich nach unten fahren, da kümmere ich mich aber gleich drum, wenn ich jetzt... Die Hangarsteuerung, haben wir die irgendwo hingebaut? Oder ist die einfach zentral im Flugsitz? Die Hangarsteuerung, die ist, nö, die ist zentral beim Hangar. Ich kann den... Warte, da müsste ich erstmal... Nein, wir müssen... Warte mal lieber ab. Ich mache hier mal kurz eine Konfigurationseinstellung hier. Du kannst diese Dinger hier auch frei belegen, gell? Diese Kommandobrücken da, was das auch immer sind. Engineering-Stationen. Ja. Kannst du da irgendwelche Blöcke drauflegen? Keine Ahnung. Okay, Pisten findet er schon mal nicht. Okay, ich setze mich jetzt einfach in den Flugsitz. Ach, das ist aber echt eingeschränkt von... Okay, dann... Alle Hangartüren und die Kolben. Das heißt, wir haben im Inventar auf jeden Fall unter Gruppen alle Hangartüren, Lok offen zu und dann haben wir natürlich die Kolben. Das ist umkehren im Zweifelsfall, weil ich traue dem Ganzen nicht. Genau, dann fahren wir jetzt erstmal das Schiff ein, wie wir ja da hinten sehen können. Wo ist meine Maus? Achso, ja, stimmt, ist ja. Hat man überhaupt keine Maus in Space Engineers eigentlich? Man hat ein Fadenkreuz und wenn man in Menüs interagiert, dann hat man schon auch was. So, dann schließen wir alle Hangartore. Nein, nicht schließen! Aufmachen! Warum? Ah, nee, das Schiff ist schon eingefahren. Ja, natürlich, ich bin noch nicht wahnsinnig. Oh, gut, ja dann. Für wen hältst du mich? Oh Gott, habe ich einen Herzinfarkt. Ich bin zwar ein Noob in allen Spielen, aber dann auch wieder nicht so ein großer Noob. Ich kann Zusammenhänge erkennen. Oder auch nicht. So, kannst du dich anschnallen? Also warte. Ich glaube, du kannst so auffliegen, solange ich nicht im Flugmodus bin. Müsste ja alles in Butter sein. Okay. Wir machen uns jetzt auf den Weg. In 7,9 Kilometern ist diese, ja, was auch immer das war, diese Bar oder was hatten wir da? Eine Station hast du da. Station, genau. Moment. Jetzt muss ich erstmal das Schiff ausrichten.
irgendwie dreht sich das sehr langsam. So, ich versuche erstmal in die Richtung zu kommen. Also irgendwie fällt mir das überhaupt nicht. Weil ich das Schiff, ich kann das nicht an der Achse rotieren. Ach Gott, ich weiß auch, warum das so bremst. Ich habe hier Trägheitssensoren an, am anderen mal wieder. Und ich denke mir schon irgendwie, also heute ist ganz schön langsam. Wie gesagt, ich bin Noob, aber ich mache es nicht lebensgefährlich. So. Das heißt, jetzt ist Fliegen erlaubt. Die Musik wird auch immer geiler, habe ich das Gefühl, von Update zu Update. Also sie haben gute Musik. Können wir so festhalten, ne? Ja. Gut, gut. So. In dieses Schiff reinzukommen, ist echt schwer. So. Ja, da ist noch das und... Ja, eben. Dachte ich mir doch. Okay, dann... Trägheitsdämpfer aus, denn sonst haben wir hier ein ganz schön großes Problem. Wenn wir wegfliegen wollen, drückt uns nämlich da einiges dagegen. Spritverschwendung! Ich meine, wir verschwenden sowieso Uran wie sonst noch was, weil wir einfach das Triebwerk aktiv lassen. Ich bin zu faul. Du kannst dich ja dann gerne um den ökologischen Aspekt der Schiffe kümmern, wenn du willst. So, ganz vorsichtig. Ich hätte keinen Bock zu sterben. So. Okay, also wir bewegen das Schiff gleich weiter. Nach dem kleinen Zwischenfall geht es jetzt hier wieder an den Steuersitz. So. Und dann schauen wir erstmal, dass wir das Schiff irgendwie in die Richtung bringen, wo wir es haben wollen. Ey, das untere Schiff steuert auch noch dagegen. Könntest du dich drum kümmern? Welches untere Schiff? Das Bohr... Oder nee, Schweißschiff ist es. Das kleine Schweißschiff, das ist auch nicht aktiv. Schau mal, beziehungsweise... Machen wir es mal so, du schaust mal im Laderaum. Da ist ja das gelbe Schiff. Alter, wie das gelbe Schiff auf den Pisten wackelt. Ja, aber schau mal lieber, ob da Ding an ist. Ob da die Trägheitsdämpfer an sind. Weil wenn ja, haben wir nämlich gleich ein, haben wir immer ein volles Problem. Aber du glaub mir, das vorne schwankt auch wie nichts Gutes. Also, nö, bei dir sind Triebwerksdämpfer aus. Okay, immerhin. So, bei dem hier nämlich nicht. Abgesehen davon. Mal hier. So, noch ein bisschen. Und dann die Trägheitsdämpfer aus. Weil das Problem ist halt echt, jedes Schiff, das dreht... Schau mal, ob deine unten auch, diese zwei, die du gebaut hast, ob die was aktiv haben. Weil wenn nö, die haben nichts aktiv, aber irgendwie kann ich da überhaupt nicht schweißen, lustigerweise. Keine Stoffe dabei? Nee, ich habe alle Stoffe drin, aber... Okay. Ja, wie gesagt, ich versuche unsere Reise so komfortabel wie möglich zu gestalten, aber ich glaube, unser riesen Bohrschiff könnte es abreißen, das heißt... wir müssen da echt aufpassen. Ja, das wackelt. Aber jetzt lässt sich das Schiff wenigstens bewegen. So. Aber wie heißt es so schön, wenn es nur wackelt, dann kann es noch gar nicht so schlimm sein. So. Also ganz ehrlich, mir fällt da nur eins ein. Wenn ich dieses Schiff so wackeln sehe. Irgendein Lied, weißt du, so, ich weiß gar nicht, wie heißt denn das Lied? Da gibt es so ein Lied in Clubs. Wo er so singt, Bouncing on my Dick. Und das Lied fällt mir gerade ein, wie das Schiff hier so rumhämmert.